Wandere mit deinen Händen auch nach links und die rechte Hand gerade vor
Dein linker Unterarm darf gerne zum Boden kommen. Entspanne den Kopf. Und spüre jetzt hier in deiner Seite die Dehnung. Die Hände kommen wieder zurück. Dehne den Vierfuß statt. Hebe dein linkes Bein an. Und bringe deine Mit deiner linken Hand entsteht dann der Zoom für die Dehnung, in der du von der Intensität dir aber schön Platz lässt, um den Atem auszudehnen. Komm dann mit den Händen wieder unter deine Schultern zurück und stell nun deine Füße auf, komm zum Herabschauen. Einmal nach vorne kommt ins Brett, sodass dein Abstand jetzt stimmt. Zieh die Schultern tief zum Becken oder zu den Kerzen und komm wieder innen herab, schon und zurück. Dann siehst du deine Beine öffnen, deine Beine rückseiten. Stell dir jetzt deinen rechten Fuß zu deinen Händen vor. Zieh hier deine linke Ferse nach oben, heb die Arme nach oben an. Und lass ausatmen, die Schultern tief sinken. In das rechte Knie hineinsinken. Wenn die Arme seitlich, wie so Kerzenleuchter, sodass die Schultern tief gehen. Dreh jetzt nach rechts und öffne deine Arme. Atme ein, entspann dich in der Ausatmung. Die Hände nun wieder zum Boden zurück. Setz den rechten Fuß innen herab, schauen den Mund. Und jetzt kommt dein linker Fuß vor. Hebe deine Arme in den Krieger 1 nach oben. Und entspanne ausatmen die Schultern. Du bewahrst dir aber die ganze Länge in deinem Nacken und in der Wirbelsäule. Mit den rechten Fersen hinten wird nach oben gezogen, sodass die Energie in dein Bein kommt bis zum Becken. Uddiyana Bandha gesetzt. Nimm die Ellbogen tief, bis deine Schultern sinken. Und dreh jetzt nach links. Öffne deine Arme. Einatmen. Ausatmen. Und ein. Und aus. Hinein entspannen. Leg die Hände zum Boden. Nimm den linken Fuß zum Herabschauen. Mula Bandha, den Beckenboden aktivieren, fließe ins Brett, atme ein, ausatmen, Chaturanga. Leg deinen Fußrücken ab, dein Schambein zum Boden, deine Cobra, ein paar Atemzüge. Die Schultern auf der Tief, den Ellbogen an den Bauch an. Dann sinke mit dem Herzen wieder zum Boden und schieb dich in den herabschauenden Mund. Bringe den rechten vor und stell den linken Fuß schräg, komm nun in den Krieger 2, atme tief ein, ausatmen, sinken Sie noch ein bisschen tiefer in dein rechtes Knie. Und jetzt strecke dein rechtes Bein aus und nimm deine Hände zu dir heran, ausatmen, schieb deine Handflächen vor und die vorliegen Kreise jetzt nach unten. Und die Hände heran, streck dein Bein aus. Ausatmen, dehne rechts Bein. Nochmal einatmen und ausatmen, bleiben. Entspann deinen Blick über deine rechte Hand. Genieß die Bewegung, lass die Energie wieder in deine Hände fließen. Nochmal einatmen und ausatmen. Die Hände zum Boden, deinen rechten Fuß zum Herabschauen. Und setze jetzt deinen linken Fuß vor, den rechten Fuß schräg und komm hoch in den Krieger 2. Sich ankommen, sink, ausatmen in dein linkes Bein. Dann strecke dein Bein aus und deine Fäuste zu deinen Rippen. Hier einatmen, ausatmen. Einatmen und ausatmen. Nach außen vom Kleinfinger bis zum Terrain.
herabschauenden Mund. Einatmen, Fliese ins Brett vor. Ausatmen, Schatten lange. Einatmen, komm in die Kurve. Und in den herabschauenden Mund ausatmen. Dann bringen jetzt die Knie zum Boden. Legt deinen Fußrücken ab. Greife mit deinen Händen vor für das schnellste Herz. Sinke mit der Stirn Richtung Boden. Und atme in den weichen Brustkorb, genieße es, dass der obere Rücken jetzt so schön gerade ist. Konzentriere dich auf deinen unteren Rücken, beginne vom unteren Rücken dich aufzurollen. Und laufe mit den Händen durch die Knie, komme zum Sitzen. Strecke deine Beine jetzt nach vorne aus. Ziehe deine Zehen heran, hebe die Arme an dir ein. Und der Ausatmung drehst du dich nach rechts, die Knie da. Der rechte Hand ist hinter deinem Becken. Linke Hand weiter vor, vielleicht zu deiner Fußaußenkante, muss aber nicht sein. Entspanne deinen Kopf. Drücke deine Fingerkuppen in den Boden und genieße den in der linken Seite des Rückens. Lauf mit deiner Hand zurück, sodass die Spannung langsam nachlässt. Hebe die Arme an den Atmen. Mit dem nach links, auf mit der rechten Hand nach vor, ganz achtsam, dass du bewusst zurück zu deinen Rücken passt. Und vielleicht magst du auch hier nach deinem rechten Fuß greifen. Löse dann auf, stelle deine Füße auf und lege dich auf den Rücken. Hier nun bitte deine Zehen heranziehen. Nimm deine Arme ganz nah an deinen Körper, deine Handflächen zeigen zueinander. Die Unterarme sind senkrecht. Dann legst du den Kopf ein bisschen in den Nacken, drückst in deine Ellenbogen und schenkst dann mal ein paar Atemzüge in den weiten Brustkorb. Zurück und finde dann noch in deinem Sitz und tschüss zusammen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.